Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Heute werden wir die zwei Schmieden aufbauen, wo ich crafted habe. Ich habe auch schon den Punkt hier in den Ingenieur, Fortschritte Ingenieur investiert, wo ich da gekriegt habe. Und jetzt warte ich noch, bis die andere Schmiede noch, fertig ist, beziehungsweise die setzen wir jetzt erstmal hier auf die Seite. Und wir füllen den mal mit dem Blasebalken und mit dem Amboss, wo wir da irgendwo reingesteckt haben. Das können wir nehmen, das. Ich glaube, ich kann so eine Truhe bauen. Das wird mitgenommen, das. Also alles, was man hier zum Schmerzen nehmen kann, tue ich mal raus. Auch da ist der Amboss. So, der Rest können wir nicht nehmen, aber ich guck mal, ob ich so eine Lagerkiste bauen kann. Jo, eine kann ich bauen, das ist gut. So, ja, habe ich auch schon ein bisschen Fleisch gefangen hier, dass wir was zu essen haben. Das bringt 10, das bringt auch 10 auf 15 Gesundheit. 5 Gesundheit, okay. Essen wir das mal. So. Stellen wir auch mal ein bisschen Wasser her. Da ist die Schmiede auch wieder beschäftigt. Ja, die zweite Schmiede ist auch fertig. Sehr gut. Ich habe leider nur einen Amboss. Ich gebe gerade mal die 4 Kohle rein. Und tun hier anfangen schon ein bisschen was zu schnauzen. Zwar brauche ich die Schmiede des Eisen als erstes, dass wir da mal uns ein bisschen besser fortpflanzen können. Lehm habe ich auch irgendwo gehabt. Lehm habe ich hier. So. Einmal Lehm hier rein. Wie kann man, ob wir da irgendwie so ein Schmelz. So ein Schmelztegel bauen können. Nein. Da brauche ich das Buch oder das Rezept. Oh, dazu brauchen wir auch ganz viele Sachen. Tue ich hier mal auch noch was rein hier. Aber ich hole gerade noch ein bisschen Brennmaterial. Beziehungsweise holen gerade noch kurz Kohle. Keine Angst, es geht gleich richtig los mit dem Erkunden. Ich brauche gerade noch kurz Kohle. Kohle war hier irgendwo in einem Haus. Das war hier. Die Kohle nehme ich halt gern für die Schmieden. Auch fürs Lagerfeuer nehme ich eigentlich Kohle, weil die am längsten hebt. So, das reicht erstmal. Da kommt dann mein Bettchen. Deshalb habe ich da schon was gebaut. Die Infektion lässt auch langsam nach. Hier lang. So. Ich schieb grad mal die Hälfte hier rein. Und hier tue ich auch noch was rein. So. Die Trinken haben wir schon mal. Zu essen auch. Ein bisschen Vitamine haben wir. Antibiotik haben wir auch. Baue ich da gerade die Kiste hin. So, und zwar so eine. Und da schreibe ich gerade rein, schmelzen. Da gibt es das ganze Material, was wir schmelzen können. Dass wir mal ein bisschen Platz habe im Inventar. Ich weiß, dass jetzt erst der Durchstand da ist. Ah, wir haben noch einen Peter, okay. Reicht gut gemacht. Ah, guck, 13 Kohle haben wir auch noch. So, nehmen wir mal das und das. So, das läuft.
So. Tun wir da rein, das tun wir da rein. Da rein, da rein. Ne, das brauche ich gleich noch. Yes, wir haben keine Reparatur-Kits mehr. Warum mache ich das jetzt schwach? Okay, was brauche ich für Reparatur-Kits? Ups, das habe ich gerade verschrieben. Geschmiedes Eisen kleben. Geschmiedes Eisen haben wir keins. Müssen wir erst warten. Gut, dann können wir das nicht verkaufen. So, dann können wir gleich wieder zum Händler nehmen, eine Mission an. Dass wir da auch weiterkommen. Ich kann mal kurz gucken, haben wir alles. Das kriege ich mal raus. Das kriege ich mal ausschalten. Vielleicht noch ein bisschen. Das bauen wir, das bauen wir, das nehmen wir raus. Und ich guck mal, ob wir mit dem einen Fleisch noch was machen können. Ich habe doch da gerade eben noch was zu trinken gehabt. Ja. Lass mal ein. Braucht jetzt so viel Wasser. Nein, okay, wir haben kein Fleisch mehr. Da müssen wir wieder auf Jagd gehen. So. Also uns fehlen noch 300 Dollar, dass wir dann das Pistole holen können, dass wir bewaffnet sind. So, das nehmen wir jetzt alles mit. Ausschalten. Das bleibt noch nicht gut. Dann geht's mal los zum Händler. Wir brauchen ein paar Erfahrungspunkte. Beziehungsweise wir gehen erstmal auf Erkundungstour. Wir gehen mal in die Richtung. Und schauen, was es da so gibt. Mein nächstes Ziel ist zu leveln. Ich will gleich sagen. Level 4, okay. Das bringt uns auch nichts, da brauchen wir eine Werkbank. Wir nehmen den hier, oder? Ja, braucht geht auch nicht. Nehmen wir Packesel oder... Ja, wir nehmen, glaube ich, Sexy. Als nächstes nehmen wir den Sexy Tyrannosaurus. Und dann müssen wir die Punkte sammeln gehen. So, machen wir uns so eine kleine Erkundungstour. Kommt schon der nächste angedappelt, zwei Stück. Schönen Po getroffen. Der ging daneben. Mein Glück, dass ich so viele Pfeile gemacht habe. Was ist los, Krankenschwester? Kannst du mal rennen oder was? Voll ins Auge gefeuert. Ah, tot? Nee, lebt da. Jetzt ist sie tot. Na gut, haben wir unser Fertigkeitspunkt ja schon. Aber jetzt können wir ganz in Ruhe überlegen, wo wollen wir das jetzt reinstecken? Ja, wie gesagt, in da stecken wir jetzt rein, da kann wir Ausdauer bringen. Das heißt, dass im Start tun wir nicht so viel Ausdauer mehr verbrauchen. Gehen wir Richtung verbranntes Biom. Nehmen Kohlen mit.
Kohle, 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 Kohle. Kohle und Holz, vor allen Dingen. Ja, den müssen wir noch unsere Bude noch ausbauen. Als verdursten tun wir schon mal nicht. Deswegen haben wir genug dabei. Mal schauen, weiß ich nicht, wo im Papa-Biom so alles gibt. Bin schon richtig gespannt. Nehmen wir gerade noch einen Tee, dass uns dann besser geht. Hallo Gegner, wo seid ihr? Ich brauche Punkte. Gibt's hier keine Straße? Ich sage, wir laufen der Straße entlang. Das war ein scheiß Tag heute. Hast deine Beine verloren beim Runterspringen? Immerhin für 13 XP. Komm, da muss ich doch irgendwo einen Weg geben. Gut, Federn ohne. Ich hab's immer noch im Krieger stehen, die ganze Schwierigkeitsgrad. Federn ist auch nicht schlecht. Federn ist sehr gut. Kann man nicht wieder ein paar Pfeile herstellen? Zu denen will ich hier kommen, zu den Eisenpfeilen. Aber die Eisenpfeile brauchen hier. Eisspitze aus Eisen, die können wir glaube ich gar nicht anfertigen, weil wir nicht so viel Material da haben. Ein kleiner Baum, ich glaube der bringt nicht so viel. Oh, was ist hier? Eine City hier in der Nähe. Come on. Auf jeden Fall gibt es hier noch ein paar Gegner. Aber hat der ein Glück? Jetzt habe ich ihn getroffen. Irgendwie nicht mit dem Pfeil am Boden. Ja. Der Rest geht er hier mit dem Holzknüppel. Das ist gut, da ist nichts drin. Wir können ja eigentlich auf Schatzsuche gehen. Was hat ihr vom Schatzsuche? Ich meine, ja, die Dritte habe ich dabei. Gut. Gehen wir mal Richtung Schatz. Sammeln wir noch ein paar Rohstoffe ein, wo wir brauchen. Wie Holz. Stein vielleicht. Federn, Eier, wir brauchen alles Mögliche. Ich weiß nicht, wo ich hier gelandet bin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier viele Berge. Ist das eine Straße? Ja, wir haben eine Straße gefunden. Sehr gut. Das bedeutet immer Zivilisation irgendwo. Ich habe was für dich. Das nennt sich Robin Hood, Pfeil und Bogen. Doch cool, hä?
Oh, kannst du jetzt etwa nicht mal laufen? Ich habe gedacht, jetzt kann ich nur krabbeln. Boah. Jetzt ist aber. Jetzt reicht. Jetzt habe ich genug gespielt. Und irgendwann reicht's mal. So. Gehen wir mal in die Richtung. Oh, wieder eine Schatzkarte. Nehmen wir mal. Nehmen wir auch mal. Okay, ich wollte es weiter zunehmen, aber falsch Taste gedrückt. Zitieren. Das Team Set Road Close. Ja. Radioaktiv ist. Okay. Da müssen wir jetzt aber nicht hin. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Das ist unser Ziel. Also ich mache mal die andere Quest wieder an, sonst ist es verwirrend für mich. Da müssen wir hin. Viele hält mehr aus. Ja. So. Kommt schon der nächste. Ich muss gerade kurz hier mein Bogen mal reparieren. Ist immer gut, wie weit habe ich es überhaupt noch? Dafür in die richtige Richtung. Nee, wir laufen in die falsche Richtung, wir sind in die Richtung. Ich bin so blöd. Ich kann keine Karte lesen. Ich bin Diesel aus Dieselhausen. Ein schöner Schuss. Auch ein schöner Schuss. Ich will nicht rennen. Rennen ist blöd. Ich habe gesagt, Rennen ist blöd. Dann. Oh, da waren wir schon, okay. Ich glaube, wir brauchen doch noch mehr Pfeile. Da ist ho, nicht drehen. Keine Ausdauer mehr, warum? Dann trinke ich halt ein bisschen Tee. Nehme das noch ein bisschen. Ist noch ein bisschen Fleisch. Da war jetzt kein Honig drin, okay? Wie man hier bei mir sieht, ich nehme alles mit am Anfang, was wir so brauchen können, dass es ein bisschen schneller vorwärts geht bei uns. Bei Dietrich ist auch nicht schlecht. Oh, das war gut. Klebebandholz, da ist nichts drin. Federn, ein Ei. Da ist ein Holz drin. Da ist ein Haas.
Nee, das werden sich weg da raus. Nee, komm. In dem HCR zu rennen ist schwachsinnig. Leg mit meinem Level. Egal, mein Level 7, kaum Ausdauer und ich renne hart hinterher. Das darf niemand erzählen hier. Da ist ja schon wieder Halbi hier. Hallo, Halbi. Alles klar bei dir? Hab ich dir erlaubt, mich zu schlagen? So, das war's jetzt davon. Hätte mich nicht berührt, hätte ich dich nicht umbringen brauchen. Die nächsten 0 Säcke, mal schauen, was drin ist. Ja, ein Griff, das ist gut. Den Griff erlernen wir jetzt gleich mit. Ah, den nutzen wir mal. So, jetzt. Ein Gebäude. Ein Gebäude mit einer Leiche drin. Ein bisschen Plastik. So, was steht hier auf dem Schild drauf? Do not go, Roosevelt. Genau die Richtung ist wer, wo der herkommt. Voll in seine Mannesmann geschossen. Ah, du musst tun. Ey, das tut nur einmal kurz weh. Ich verspreche, dass es einmal kurz weh tut. Ich hab gesagt, das tut einfach. So. Jetzt müssen wir aber wirklich langsam einen Schatz suchen. Denn die Folge ist auch bald vorbei. Wir haben noch nichts Gescheites hier gemacht. Wieder eine City gefunden. Da ist noch so ein scheiß Köder. Ich muss gerade mal kurz nachladen. Freue ich mich mit dem Anleg. So, hätte ich nachgeladen. Nee. Weil es wird Zeit für eine Pistole. Dazu tue ich noch ein paar Quests ohne euch machen. Köder, wo bist du? Da bist du, komm her. Komm. Guck mal, ich habe was für dich. Ja, mein Bein ist wieder verstaut. Kommt auch die Streberin an, oder was? Jetzt habe ich mich auch infiziert. Wiederum kannst du dich auch wieder sauer machen. Durch da Honig. Oder ich weiß, überhaupt Vitamine bringt mir nichts, das nehme ich auch mal. Honig? Nein. Du Krieger sind die Tiere viel aggressiver.
Wir haben ein zerstörtes Biom, sogar wieder ein paar verbrannte Biom. Ja, wir sind jetzt im zerstörten Biom. Okay. Die habe ich schon. Da habe ich jetzt 3 Federn gekriegt. Der erste Geier schon. Und deshalb bin ich nie gerne hier. Wegen dem Geier da oben. Guck, er sucht mich schon. Er ist noch dabei, mich zu suchen. Er wartet noch auf den richtigen Moment, wo er runtergehen kann. Scheiß Viecher. Runter, schätze ich. Ich bin hungrig, schon wieder. Mein letztes Fleisch. Gibt es ja kein Meckes in dem Spiel? Der Burger King oder andere. Schwarz Food Restaurant oder Restaurant geht auf. Oder eine Händlerin wäre noch besser. Jetzt sind es schon sogar schon 2 Geier, die mich verfolgen. Fangen wir mal an hier. Mal schauen, wie lange wir brauchen, um einen Schatz zu finden. Okay, fangen wir hier an. Stimmt ja, da ist ja alles. Das wäre jetzt eine Radkappe-Bombe. Das wäre es jetzt gewesen, wenn das eine Bombe wäre. Von einer Mine. Die kommen immer näher, hä? Abkommt. Wir warten noch auf den richtigen Moment, hä? Ihr scheiß Viecher, jetzt sind sie schon zu dritt. Oha. Muss doch irgendwann kommen, wenn sie sind dem Schatz näher gekommen. Ah, jetzt kommt's. Versuchen wir mal unser Glück genau. Ja, hab ich Schatten gesehen. Hier mal. Ich warte nur auf den richtigen Moment, das ist alles. Schon wieder Hunger, ich habe aber nichts mehr da zu essen. Kein Topf, gar nichts. Ich
ich muss, dass die mich, dass mich die Scheißviecher irgendwo angreifen hier. Ja, komm, wo noch? Wo ist denn hier ganz. Ich bin tot, ich bin tot. Ja, tot. Tot durch Geier. Keine Chance gehabt. Keine Chance gehabt. So, mit diesem Video ist jetzt auch Feierabend. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao, euer großer B86. Tschüss.